Sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, Tiere im Allgemeinen sind nicht in erster Linie auf der Welt, um uns Menschen als Nahrung zu dienen. Sie haben einen Wert völlig unabhängig davon, ob sie den Menschen nützen oder nicht. Und sie haben Rechte. Dieses mit dem Tierschutzgesetz fixierten Rechte in der Praxis allerdings einzulösen, ist insbesondere in der Nutztierhaltung ein schwieriges Unterfangen. In § 1 des Tierschutzgesetzes steht, niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen leiden oder Schäden zufügen. Diesen Grundsatz auf Omas Lieblingskatze zu übertragen, fällt vielleicht noch leicht. Doch die Verhältnisse in die Schweineställe außerhalb unseres täglichen Erfahrungsbereiches werden dahingehend schon weit weniger in den Fokus genommen. Aber was bedeutet es anderes als Leid, wenn wir mit der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung einem ausgewachsenen Haustierschwein nur einen Raum von 0,75, nicht mal ein Quadratmeter, zugestehen? Stellen Sie sich bitte einmal vor, wenn uns Menschen es so erginge, immer auf der Stelle treten und noch dazu auf engstem Raum, eingezwängt mit Dutzenden und Hunderten Mitgeschöpfen, keine frische Luft, ohne echten Bodenkontakt, Kunstlicht, Staub und drückende Luft über unseren Exkrementen. Dem Hausschwein ein ausgesprochen bewegungs- und erkundungsfreudiges, ja, ein sehr intelligentes Tier, wird noch immer schon allein mit diesen in deutschen Ställen vorherrschenden Haltungsbedingungen und Produktionsverfahren tausendfaches Leid zugefügt. Besonders brutal sind die sogenannten Kastenstände, in denen die Tiere nahezu bewegungsunfähig verharren müssen. Und besonders brutal sind betäubungslose Eingriffe wie das Kastrieren von männlichen Ferkeln. Unter anderem wegen dieser Zustände, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wollen wir mit unserem Antrag die Fragen der tiergerechten Schweinehaltung endlich einen Schritt weiter vorankommen. Es darf nicht sein, dass Erkenntnisse der Wissenschaft und daraus resultierende rechtliche Vorgaben seitens der EU vorgehend verpuffen. Bereits im Jahr 2001, also vor 12 Jahren, wurden die EU-Richtlinien 2001/88/EG und 2001/93/EG über Mindestanforderungen für den Schutz von Schweinen erlassen. Mit diesen Richtlinien hatte man in Brüssel auf eine Stellungnahme des Wissenschaftlichen Veterinärausschusses der EU aus dem Jahr 1997 Bezug genommen. Die Experten waren sich damals einig, dass Schweine in einem Umfeld leben sollen, welches ihnen gestattet, ihren Bewegungs- und Spürtrieb zu befriedigen. Heute schreiben wir das Jahr 2013 und die Erkenntnisse der Wissenschaftler aus dem Jahr 1997 sind in der deutschen Gesetzgebung immer noch nicht angekommen. Wie ist die Situation zum Beispiel in den meisten Vermehrungsbetrieben? Dort werden die Sauen fast zeitlebens in Kastenständen eingesperrt. Selbst zum Abferkeln zwängt man sie in sogenannte Ferkelschutzkörbe. Der Bauernverband, die Fachverbände der Schweinehalter, freiberufliche Berater und viele Wissenschaftler empfehlen diese tierfeindlichen Haltungsformen gar als tiergerecht. So täuschen sie nicht nur die Verbraucher, sondern auch sich selbst. Denn im Grunde genommen wissen sie ganz genau, dass den Tieren auf diese Weise kein artgerechtes Tierleben möglich ist. Die wehrlosen Tiere erhalten nur das, was sie zur Erfüllung ihres Haltungszwecks brauchen, Futter und Wasser. Lebensqualität ist das wahrlich nicht. Die jüngste, zunächst theoretische Verbesserung für die Sauen trat in dieser Hinsicht mit der Neufassung des Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung im Jahr 2006 ein. Die darin enthaltene Regelung, die Sauen ab 4 Wochen nach dem Decken bis eine Woche vor dem voraussichtlichen Abferkeltermin in der Gruppe zu halten, musste auf Grundlage der EU-Richtlinien aus dem Jahr 2001 bis 2012 zwingend von allen Betrieben umgesetzt werden. Die Tiere dürfen nun also, bevor sie in den engen Abferkelkorb müssen, etwa mehr Platz in Anspruch nehmen. Im Gegensatz zu den sonstigen 0,75 Quadratmetern pro Tier müssen nun in Abhängigkeit, je nach der Gruppengröße, der Sauen um die 2 Quadratmeter zur Verfügung stehen. Das ist aus Tierschutzsicht noch lange nicht ausreichend, jedoch ein erster Schritt in die richtige Richtung.
Obwohl die Schweinehalter 12 Jahre Zeit hatten, um sich auf diese neue Regelung einzustellen, haben viele Betriebe, so auch hier in Mecklenburg-Vorpommern, nicht rechtzeitig die baulichen Voraussetzungen für die Gruppenhaltung der Schweine, der Sauen geschaffen. Nur 66 von 96 Betrieben haben vorschriftsmäßig umgestellt. In der Presse geben die Säumigen den Behörden die Schuld. Das alles klingt allerdings wenig glaubhaft, wenn wir die 12 Jahre betrachten, die die hiesigen Schweinehaushaltungsbetriebe für die Umstellung Zeit hatten. Und darunter waren fette Jahre, in denen sich die Betriebe etwas auf die hohe Kante hätten legen können. Schweinehaltungsbetriebe in Mecklenburg-Vorpommern gehören zu den größten und damit produktivsten Betrieben in Deutschland, müssten demnach entsprechende Investitionsreserven besitzen. Ende 2012 hielten sie in Mecklenburg-Vorpommern 864.000 Schweine. Das war ein Zuwachs von 5,4% gegenüber 2011. 152 von 201 schweinehaltenden Betrieben halten 1.000 und mehr Tiere. Mit unserem Antrag appellieren wir an Sie, werte Kolleginnen und Kollegen, den dringend notwendigen Kurswechsel in der Nutztierhaltung zu unterstützen. Mit der Bundesratsinitiative auf dem Bundesland Nordrhein-Westfalen sollen Schweine in der Nutztierhaltung und nicht nur trächtige Sauen, sondern alle Nutzschweine 30% mehr Platz bekommen. Das bedeutet für ein Schwein mit 50 bis 110 Kilogramm Gewicht statt bisher 0,75 Quadratmeter künftig 0,9 Quadratmeter. Das ist nicht viel mehr, aber doch eben mehr Platz für die Tiere. Wir verstehen solche Schritte als wichtige Etappen hin zu einer Tierhaltung, die sich später wahrlich tiergerecht nennen darf. Denn dort sind wir noch lange nicht und insofern ist dieser Vorschlag schon ein Kompromiss im Vergleich zu den Forderungen, die eigentlich zu stellen wären. Wenn es um ein Dasein der Tiere ohne Leiden und Schmerzen gehen würde. Es ist ein Kompromiss, der bereits berücksichtigt, dass die Landwirtschaftsbetriebe solche Anpassungen Schritt für Schritt machen müssen. Neben der bereits erwähnten Verbesserung des Raumangebots geht es Ministerpräsidentin Kraft und Agrarminister Remmel in Nordrhein-Westfalen mit dem Verordnungsentwurf um die Verbesserung der Tiergesundheit. Schweine benötigen rohfaserreiches Futter zur Gesunderhaltung des Magen-Darm-Traktes. Jedes Lebewesen isst, was es frisst. Diese alte Weisheit gilt auch für unsere Nutztiere. Deshalb sollen die Tiere bereits vom 8. Lebenstag Futter mit mindestens 5% Rohfaseranteil, zum Beispiel Heu, Stroh oder Grassilage, bekommen. Dies bietet diverse Vorteile gegenüber der herkömmlichen Fütterungsweise. Teure Kraftfuttermittel können eingespart werden, was insbesondere bei hohen Futterkosten von Bedeutung ist. Überdies kann man Masttieren in der Endmast eine Verfettung der Tiere vermeiden, indem man gezielt das Kraftfutter reduziert und gleichzeitig Raufutter raufsetzt. Die Tiere sind beschäftigt und satt und es kommt deshalb nicht zu aggressiven Verhalten gegenüber den Artgenossen. Raufutter dient gleichzeitig als Beschäftigungsmaterial für die intelligenten Tiere. Eine Normierung des Raufutteranteils ist deshalb notwendig, weil bei Futtermitteluntersuchungen immer wieder Unterschreitungen des Mindestgehalts von 5% Rohfasern festgestellt wurde. Weitere Verbesserungen für die Tiere ergeben sich mit dem Verordnungsentwurf aus Nordrhein-Westfalen durch eine längere Säugezeit bei den Ferkeln zur Verbesserung des Sozialverhaltens und auch zur Verbesserung des Immunsystems. Das ist ganz wichtig. Und stimmt die Tiergesundheit, sehr geehrte Damen und Herren, das brauche ich Ihnen nicht zu sagen, brauchen wir insgesamt weniger Antibiotika. Alles in allem schlägt der Verordnungsentwurf also ein sinnvolles Paket von Verbesserungen für die Tiere vor. Das und auch das wird mit dem Verordnungsentwurf ehrlich gesagt zu einer Kostensteigerung in der Schweinehaltung um 10 Euro pro Mastschwein führen kann, allerdings nicht muss. Da bräuchten wir zumindest in der Übergangsphase eine entsprechende finanzielle Förderung. Das kann beispielsweise aus dem Agrarinvestitionsförderungsprogramm erfolgen. Sollte sich der Entwurf für eine neue
Tierschutznutztierhaltungsverordnung von SPD und Grünen aus Nordrhein-Westfalen mit 30% mehr Platz für alle Nutztierschweine auch mit ihrer Hilfe durchsetzen, müsste die Förderbedingungen des AFP entsprechend angepasst werden. Wir dürfen, meine Damen und Herren, den Tierschutz nicht nach Kassenlage betreiben. Fakt ist doch, dass wir aus dem ruinösen Wettbewerb im Bereich der Schweinehaltung höher, schneller, weiter raus müssen. Denn die Tiere, die Umwelt, die Landwirte und letztendlich auch wir werden es dem danken. Was wir brauchen, was wir auch tun, das Wohl der Tiere muss ein ethisches Grundprinzip haben. Auch Tiere besitzen eine Würde, die wir nicht mit Füßen treten dürfen. Lassen Sie mich am Ende meiner Einbringung einen der bedeutendsten, das kann ich jetzt leider nicht mehr sagen, dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, wir möchten hier nicht die Landwirte mit den Verbrauchern der Wirtschaft und dem Naturschutz und dem Tierwohl gegeneinander ausspielen. Das ist nicht unser Anliegen mit diesem Antrag, sondern wir wollen, dass die Landwirte gut wirtschaften können, dass das Tierwohl, dass dem Tierwohl entsprochen wird und dass die Verbraucher sinnvoll einkaufen. Das ist, denke ich, was uns auch eint. Das habe ich so ein bisschen rausgehört. Das brauchen wir demnächst, dass wir hier ein vernünftiges Verbraucherverhalten auch haben. Bei dem Kopieren der Schwänze, das ist ein Problem, wenn die Tiere auf engstem Raum gehalten werden. Da ist das sicher notwendig, damit sie sich gegenseitig nicht die Schwänze anknabbern bei den Schweinen. Und es ist auch eine Frage, ob sie entsprechend beschäftigt sind oder nicht. Ich kenne aber wirklich auch ökologische Tierhaltungsformen und wo die Tiere im Freiland gehalten werden, da ist es kein Problem, dass die Schwänze nicht kopiert werden. Da werden die Schwänze bei keinem Tier angeknabbert, weil sie einfach Platz haben, weil sie Platz haben, weil sie Auslauf haben, weil sie Beschäftigung haben. Die kämen gar nicht auf die Idee, sich gegenseitig die Schwänze anzuknabbern. Bei der Kastration bin ich auch der Überzeugung, es muss erstmal diskutiert werden nochmal, aber ich denke schon, dass eine Kastration notwendig ist, weil ansonsten ist das Fleisch nicht vermarktungsfähig, zumindest unter den momentanen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Das ist schon sehr schwierig, also es ist auch bei Ökolandwirten notwendig. Aber dennoch halte ich es aus Tierwohlgesichtspunkten für notwendig, dass die Tiere zumindest dabei betäubt werden. Also ob das jetzt eine Spritze sein muss oder ob es ein betäubendes Mittel ist, das sei mal dahingestellt. Es ist nicht ganz einfach, die betäubenden Mittel auch entsprechend auf das Ferkel zu dosieren. Also das weiß ich auch sehr wohl. Das ist nicht ganz einfach. Aber deshalb auf die Betäubung zu verzichten, das sollte man lassen. Die Kastenstände ist eine wahnsinnige Tierquälerei für die Sauen. Und ich kenne eben auch gute Beispiele aus der ökologischen Tierhaltung, wo die Sauen im Freiland ihre Boxen haben und die kleinen Ferkel hin und her tigern können. In Einzelfällen, gebe ich zu, passiert das, dass die Sau sich dann auch mal auf den Ferkel legt. Da stirbt ein Ferkel, aber ich denke, das wird in der konventionellen Tierhaltung oder auch, es muss ja nicht konventionell ökologisch, will ich hier auch nicht gegeneinander ausspielen, es wird auch nicht in den engeren Stellen immer so sein, dass da kein einziges Ferkel stirbt. Aber es ist auch durchaus möglich, auf Kastenstände zu verzichten. Sehr geehrte Damen und Herren, die von Ihnen hier vorgebrachten Argumente stellen weiterhin nicht das Tier in den Fokus der Bemühungen. Blenden Sie doch nicht immer aus, was uns Tierärztinnen und Tierärzte immer wieder zu den häufigsten Schad- und Krankheitsbildern sagen, die Sie bei Tieren der intensiven Haltungsform feststellen müssen. Das Schwänzekopieren ist demnach, obwohl in Deutschland nur in Ausnahmefällen zulässig. Das haben Sie jetzt schon mal gelesen, ist nahezu
in 100% der Fällen in der industriellen Tierhaltungsbetriebe die Regel. Das muss man mal festhalten so. Es tritt Kannibalismus auf. Ursache ist eben, wie gesagt, fehlendes Beschäftigungsmaterial. Dadurch kommt es zu krankhaften Organveränderungen in einem Ausmaß, was festgestellt wird und was wir in der Form nicht hinnehmen können. Es kommt zu sogenannten Technopathien wie wundgelegene Schultern und Wunden im Bereich der Sprunggelenke durch Haltung im Kastenstand. Das sind Folgen einer quälerischen Tierhaltung gegen alle ethischen Grundsätze. Auf diese Weise werden die Grundsätze des Tierschutzes missachtet. Das muss man ändern. Natürlich mit entsprechenden Fördermaßnahmen, mit entsprechenden Hilfestellungen für die Landwirte. Also die Landwirte sind doch, weiß Gott, nicht unsere Gegner hier. Und insgesamt plädiere ich auch dafür, weniger Fleisch zu essen. Damit haben die Ökolandwirte, das habe ich denen auch gesagt, Ökolandwirte haben selbst mit dem auch manchmal etwas belächelten Veggie Day, haben die keine Probleme, sondern sie sagen, das zeugt von Qualität. Wer darauf achtet, weniger Fleisch zu essen, der ist auch bereit, mehr Geld für Fleisch auszugeben. Und das hilft uns Landwirten letztendlich auch entsprechende Haltungsbedingungen hier durchzuführen. Und Sie loben, meine Damen und Herren, hier die EU-Richtlinien, die ja so toll umgesetzt worden seien. Sie sind mitnichten umgesetzt worden. Innerhalb von 12 Jahren sind sie nicht umgesetzt worden. Und wir sind beim EuGH, wird Deutschland verklagt deshalb. Also das ist Stand und Tatsache. Und auch in Mecklenburg-Vorpommern habe ich bereits gesagt, Herr Backhaus, auch in Mecklenburg-Vorpommern werden diese Rahmen nicht komplett umgesetzt, teilweise. Ich beziehe das nicht auf alle Landwirte, aber teilweise wird es eben nicht umgesetzt. Der Handlungsdruck ergibt sich ja nicht nur allein aus den Erwägungen um das Tierwohl, sondern auch ganz auf den Menschen bezogen. Es geht um unsere Gesundheit. Wir haben das Thema multiresistente Keime, auch wenn Sie es nicht hören wollen, Herr Backhaus. Wir haben das ja gestern hier im Landtag bereits gehabt. Eine der bedeutenden Quellen von multiresistenten Keimen ist unter anderem die industrielle Tierhaltung. Und die Zahlen des Antibiotikaverbrauchs in der Nutztierhaltung, die in den letzten Monaten veröffentlicht wurden, lassen doch nur eine Schlussfolgerung zu. Wir müssen, jetzt hören Sie mal zu, Herr Backhaus, wir müssen das Doping in den Ställen beenden. Ja, Sie lachen darüber, weil Sie keine Argumente haben dagegen. Wir müssen das Doping in den Ställen beenden. Und Sie wissen, was ich damit meine. Ja, und warum stellen Sie keine Anklage? Wie war das eben? Die von den Tierärzten abgenommenen Arzneimittelmengen zeigen eindeutig, die von den Tierärzten. Darf ich bitte ausreden? Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich möchte Sie doch bitten, dass Sie mit der Rednerin nicht in den Dialog treten. Wenn Sie sich zu Wort melden möchten, Herr Minister, dann können Sie das beantragen hier bei der Tagungsleitung. Dann erhalten Sie das Wort. Ansonsten möchte ich Sie bitten, Sie können Zwischenrufe hier loslassen, aber bitte so, dass die Rednerin zu verstehen ist. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Die von den Tierärzten abgenommenen Arzneimittelmengen zeigen eindeutig an, dass ihr Einsatz im direkten Zusammenhang mit der industriellen Tierhaltung steht. Dort, wo tausende Tiere auf engstem Raum zusammengepfercht werden, wo Licht, gute Luft und gutes Wasser und vor allem Bewegungsraum fehlen oder reduziert sind, kommt es häufiger zu Infektionskrankheiten. Das ist erwiesen. Verbessern wir aber die Haltungsbedingungen für die Tiere, stärken wir deren Gesundheit, brauchen wir weniger Antibiotika. Entstehen weniger multiresistente Keime,
werden weniger Menschen krank. Das sind die logischen Überlegungen, mit denen wir zwangsläufig Tierschutz und Gesundheitsschutz bei uns Menschen verknüpfen müssen. Der Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Tierschutznutztierhaltungsverordnung, wie ihn SPD und Grüne aus Nordrhein-Westfalen vorlegen, ist deshalb nicht nur ein wichtiger Beitrag zur Verbesserung der Tiergesundheit, sondern auch zur Verbesserung von uns Menschen. Und während wir in puncto Tierschutz in der industriellen Tierhaltung um jeden Meter jahrelang streiten, leben zahlreiche Landwirtinnen und Landwirte schon viele Jahre die Alternative. So hat gerade erst am vergangenen Sonntag, meine Damen und Herren, das Neuland Qualitätsfleischprogramm sein 25-jähriges Bestehen gefeiert. Im Rahmen dieses Programms halten Landwirtinnen und Landwirte auf freiwilliger Basis und nach strengen Richtlinien ihre Tiere tiergerecht. Das ist der seit Jahren gelebte Nachweis, dass Nutztiere nicht nach den Regeln der Massenproduktion gehalten werden müssen. Neuland ist eine Initiative von Landwirtinnen und Landwirten und verschiedenen gesellschaftlichen Organisationen wie dem Deutschen Tierschutzbund, dem BUND und der Arbeitsgemeinschaft bäuerlicher Landwirtschaft. Mit den Richtlinien dieses Erzeugerzusammenschlusses sind beispielsweise Spaltenböden und Kastenstände verboten, Gruppenhaltung ist für Schweine vorgeschrieben, die Tiere erhalten Auslauf, Weidehaltung wird empfohlen, Zusatzstoffe zur Wachstums- und Leistungsförderung sind verboten. Verboten ist auch das Einziehen von Nasenringen und Rüsselklammern, das Kopieren der Schwänze und das Abkneifen der Zähne bei Ferkeln. Die Kastrierung männlicher Ferkel erfolgt grundsätzlich nur unter Betäubung. Die Landwirtinnen und Landwirte des Neulandprogramms halten also freiwillig und ohne Gesetze, die sie dazu verpflichten, ihre Schweine tiergerecht. Es geht also. Auch Landwirte haben einen freien Willen und sind nicht auf Gedeih und Verderb den Kräften des Marktes ausgesetzt. Ein solches Programm der tiergerechten Haltung, sehr geehrte Damen und Herren, ist für uns nach wie vor ein Modell und ein Leitbild für eine zukunftsorientierte Nutztierhaltungsverordnung. Dem immer wieder geäußerten Argument, dass wir angeblich diese tierquälerischen Massentierproduktion benötigen, um die Menschheit zu ernähren, widersprechen wir ganz klar. Diese Behauptung ist unwahr. Und ja, weniger ist mehr, kann ich nur sagen. Und das wusste bereits vor 200 Jahren der von mir zitierte Alexander von Humboldt schon. Er hatte im Hinblick auf das Welternährungsproblem, was ja immer wieder angebracht wird, eine erstaunliche Weitsicht. Schon Humboldt wusste, dieselbe Strecke Landes, welche als Wiese, ja okay, also mit Getreide kann man letztendlich mehr Menschen ernähren als mit Fleisch. Das ist der Satz, den ich sagen wollte. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.